Herzlich willkommen auf unserem Kanal Kreuzfahrtbulli. Heute geht es um eine Campingplatzvorstellung. Welcher Campingplatz es genau betrifft, das seht ihr nach unserem Intro. Wie Stefan vor dem Intro gesagt hat, sind wir beim Strandcamping in Gröde. Das ist ein richtig toller Campingplatz, ich glaube im südlichsten Spitze von der Niederlande. Ihr seht ihn im Hintergrund, wir stehen, müsst ihr euch vorstellen, auf dem Deich und gucken nicht in die Kamera, sondern sehen die Nordsee und das Strandfeeling, werden wir euch alles gleich zeigen. Um euch das zeigen zu können, müssen wir jetzt einen richtigen Zeitsprung machen. Und zwar jetzt einfach mal zurück zum Campingplatz. Unsere Tour über den Platz Seecamping Gröde in der Niederlande an der Nordsee, Seeland. Ja, wenn man das so ausspricht. Ja, keine Ahnung. Niederländisch, keine Ahnung. Kann ich auch nicht. Ich kann kein Niederländisch und wieder die Niederländer werden es mir mal zeigen. Die wissen genau, wie doof die Deutschen sind. Also genau. Denke ich mal, so das ist cool. Sind auch einige Deutsche hier auf dem Platz. Unter anderem lustigerweise unsere Nachbarn. Und was richtig genial ist, wir haben explizit denselben Platz bekommen, wie du das letzte Mal hier warst. Das ist der Spielplatz vom Platz. Und höchst modern gibt es bereits für E-Autos eine Ladestation. Bis 16 Ampere natürlich nur, es ist ja Haushaltsstrom. So, da haben wir das Waschhaus. Das zeige ich euch gar nicht erst, weil wir eh nicht waschen. Das ist für uns völlig egal. Hinter diesem Busch sind die Müllplätze. Der Abfall, hier wird auch strikt sortiert. Müssen wir von uns noch mal wissen, dass wir das beachten. Genau. Ist auf jeden Fall ein sehr familienfreundlicher Platz, ein sehr tierlieber Platz. Also Hunde sind hier absolut willkommen. Aber kosten natürlich extra. Kosten extra, aber das ist ja. Ich glaube, der Hundebesitzer oder der Tierbesitzer, der wird das schon kennen. Genau. Ja, ein Fahrradverleih gibt es hier, falls man da Lust hat. Dann kommt sogar ein Trampolin-Eck, also wenn man da Spaß dran hat. Hier vorne ist die Rezeption. Und wie gesagt, ein Imbiss da hinten links in der Ecke. Genau, ein Imbiss. Sieht auch schöner, lecker nach Pommes. Dann, das ist der Einkaufsmarkt. Der Einkaufsmarkt, genau. Also von hier, ich weiß gar nicht, mal gucken, ob man das gleich sieht. Sogar ein Darmstädter. Oh, das hätte ich beinahe gedacht, von hier vorne, dann wäre ich auch umgefallen. Das hätte ich nicht verkraftet. Ich verkrafte viel, aber keine hier vorne. Da lang müssen wir. Da ist auch noch mal ein Restaurant, das glaube ich jetzt aufhört. Das letzte Mal war es zu. Und dahinter geht es zum Deich, also zum Ort. Und da melden wir uns dann wieder, wenn wir dann da sind. Wir zeigen einmal den Duschbereich, den Nassbereich. Es ist, wir haben uns extra versichert, es ist keiner da. Und wenn doch, ist es ein Sau, weil er die Tür nicht zumacht oder abschließt. Hier ganz normal rasieren, duschen und waschen. So. Und hier, das ist die Dusche. Eigentlich ganz vernünftig, also man kann nicht meckern. Das muss man sagen. Für die Großen und auch für die Kleinen ein Waschbecken. Dann haben wir hier. Sogar da hinten sind für die Familie komplette Waschräume. Ja, das können wir auch gleich nochmal kurz zeigen. Ja. Hier kannst du ganz normal abwaschen. Hast du hier die Möglichkeiten, das in zwei Bereichen. Und hier war auch gerade keiner drin. Also hier hast du normale Duschen, Behinderten-WC und halt normale Kinderduschen
Kinderduschen, auch ein Kinder-WC. Also alles familiengerecht. Was? Kann man nicht meckern. Und auch die Hunde dürfen sauber gemacht werden. Die haben ihr Duschplatz, nämlich hier. Also, man sieht schon sehr tierfreundlich. Genau, also wirklich Tiere, Kinder, also das Ewige, was so mit dabei ist bei Familien, wird hier gut versorgt. Behandelt. Ja, auf Toilette ist gerade wieder einer raufgegangen. Aber auch die sind sauber, die müssen wir euch leider gar nicht zeigen. Ihr wisst, wie Toiletten aussehen, Spülung etc. Genau. Mal ein bisschen Platz zeigen. Genau. Ja, sehr schön hier. Und wir werden unseren Platz immer gut finden, weil da hinter dem Busch ist der WLAN-Router und hinter dem Busch steht ist er direkt. Bus. Ich habe mir mal eine Mütze aufgesetzt und die Sonnenbrille drüber, damit man die Werbung nicht sehen kann, die wir andauernd haben. Und wir laufen jetzt noch mal über den Platz. Wir wollen den Platz noch mal erkunden, sozusagen. So. Genau, wollen wir erkunden und mal schauen, ob wir noch was entdecken, was wir bisher nicht kannten. Also, folgt uns einfach mal und wieder, wenn der Ton nachher nicht so richtig ist, wir synchronisieren alles nach. Vier Campingplätze. Wenn man sie anschaut, eine riesige. Also eigentlich relativ groß. Und das ist etwas, was wirklich aufgefallen ist. Also, wir sind hier oben sehr viel. Ja. Kein Bild von, dass die ganzen Niederländer bei uns sind, wenn die ganzen Deutschen hier oben sind. Ich wäre als Niederländer auch keinen Bock mit die ganzen Deutschen. Ja, Dauercamper gibt es ja auch immer wieder. Ein riesiges Schiff. Na ja. Ein Belgier. Woran erkennt man, dass wir an der Nordsee sind? Windschutz. Aber der Platz ist hier wirklich riesig. Und sehr schön, ja. Gibt auch viele grüne Parzellen. Genau, also es gibt sogar Parzellen hier. Das fand ich sehr lustig. Du stehst auf Schotter, hast aber trotzdem davor Rasen. So, jetzt haben wir mal eine Übersichtskarte gefunden. Und Moment. Dann kommt die Sonne. So, so groß ist er. Also man muss auch wirklich richtig ran. Und es gibt also auch Plätze, wo Hunde nicht erlaubt sind. Da sind aber jetzt sage und schreibe, wenn wir mal zählen, eine Parzelle, zwei Parzellen. Ich denke mal, das wird für alle zählen. Und da ganz oben. Und das war. Also und da. Bei uns ist da fast im Eck. Sonst sind eigentlich überall Hunde erlaubt. Ja, Waschhäuser, wenn wir jetzt mal zählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waschhäuser. 7. Ich glaube, das müssen die Waschhäuser sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und man sieht auch, also es gibt Bar, Basic, XL, Komfort, Komfort XL, XXL. Also es gibt ganz schön viel. Genau, SG ist immer ein Sanitärgebäude. W ist, glaube ich, Wasser, ne? W ist Wasserrettung, genau. Das ist überall, wo du W liest. Ja, das ist hier die eine. Okay, das ist ja da, wo wir. Und jetzt ist was. Das ist. Ja, aber das ist das Waschhaus. Ach, Waschhaus. Das ist das Waschhaus. Ah, dann ist das U, ne? U ist Servicestation. Genau, Servicestation Camper. Also man sieht, es ist ganz schön groß. Jetzt laufen wir bei das obere ab. Da müsste es eigentlich nämlich Atem Wasser gehen. Schauen wir mal. Genau. Auch das gibt es hier, halt diese Häuser. Wer halt keinen Camper hat, kann halt sich ein Haus mieten.
und hat dann das Camping-Feeling in Holz. Optik. Und die sehen nicht mal schlecht aus. Also, sehr schön. Das gefällt allen hier und wirklich Massen an Plätzen. Das ist unfassbar. Also, wow, wirklich. Ich habe das vorhin mal auf der Drohne gesehen. Also sozusagen auf dem Handy dann sozusagen. Also mit der Drohne habe ich das gesehen, dass es sehr, sehr groß ist. Und da wollte ich doch mal hier auch noch mal lang gehen und gucken. Also ich blende euch das mit Sicherheit, oder Marcel, der blendet euch das bestimmt noch mal ein, wie die Drohnenaufnahmen sind. Dann hat man das noch mal im Überblick. Schau mal, hier ist das Wasser. Genau. Gehen wir mal zum Wasserchen. Auch sehr schön. Ein Stellplatz direkt am Wasser. Was willst du denn mehr? Mehr? Weil ich sagen müsste, das würde mich dann im Sommer richtig nerven, weil das natürlich wirklich. Das wird es wohl sein. Aber es ist so schon mal sehr, sehr schön. Ja. Also. Merkt man aber auch den Wind. Der Wind ist hier mehr. Also bei uns ist es, glaube ich, ein kleines bisschen weniger. Aber schön. Hier eine, da hinten ist noch eine Wasserstelle. Spielplätze haben sie auch immer wieder an verschiedenen Plätzen. Also für die Kinder tun sie hier wirklich viel, muss man echt sagen. Also wer hier mit dem Kind herkommt, oder zwei oder drei, wird es genauso schön haben wie mit dem Hund. Genau. Die Hunde sind auch gut versorgt. Also da hat man auch was gemacht mit diesen Hundeduschen und so weiter. Ich meine, ich bin ja kein Hundebesitzer, also kenne ich mich auch nicht da so mit drauf aus, auf was man da so alles achten muss. Aber ich glaube schon, dass das relativ tierlieb ist hier. Doch weitläufig. Ja, wir zeigen das aber auch gleich mal auf der Karte. Die wird dann mal nochmal eingeblendet, die wir haben. Und dann sieht man, das Ding ist halt wirklich riesig. So, und da ist die 5 geradezu. Da müssen wir hin. Aha. Dann sind wir. Kommt von der anderen Seite jetzt. Dann sind wir wieder zu Hause. Jetzt auch nochmal. Jetzt ist ja gerade kein Kind. Also. Spieltechnisch haben die hier echt eine Menge. Da. Wenn hier ein Kind langweilig ist, ja, dann ist dem Kind nicht mehr zu helfen. Jetzt geht's wieder die Biege nach links. Die Zone 5. Und da sind wir. Gehen wir zu seinem Camper. Ja, und entspannen uns. Und jetzt sind wir wieder zurück. Und falls jemand vergessen sollte, wie unser Kanal heißt, da zeigen wir es nochmal. Das war der Rundgang. Wir haben euch, glaube ich, alles gezeigt, was man sehen müsste beim Strandcamping in Grödel. Ich muss mich immer so zusammenreißen, das ist echt schwierig. Ja. Für mich ist es das Sicht. Hast du es ja im Video einmal falsch gesagt? Ich habe es ja richtig eingeblendet, also alles gut. Ja, aber es ist ja auch an der See, ne? Nordsee ist direkt hinter Deich. Ja. Ja, was haben wir bezahlt? 54 Euro für 2 Nächte auf einem super genialen Platz. Ihr habt es ja gesehen, direkt neben das Waschhäuschen. Ja, genau. Also noch idealer kann man hier, gerade für uns Interneter, direkt WLAN. WLAN. Genau. Und man kann dafür 5 Euro, glaube ich, am Tag gibt es so einen Pass. Dann hast du. Pass oder so. Ja, dann ist es prävisierter. Das heißt, du kriegst dann mehr Datengeschwindigkeit dann als die anderen. Aber so braucht man an sich nicht, weil man ist ja im Urlaub, da braucht man nicht so viel Internet. Außer wenn wir Videos hochladen würden, dann bräuchte man das vielleicht. Aber das tun wir eigentlich nicht. Also man kann sagen, man hat eine Geschwindigkeit von 1 Mbit. Das ist jetzt nicht mega viel. Highspeed hättest du dann irgendwie so, weiß ich nicht, für 50 oder 60 Mbit. Also das ist dann schon eine ganze Ecke schneller. Aber reicht aus, um auch theoretisch noch sogar Videos anzugucken. Genau, haben wir ja auch getan. Das hat auch geklappt. In unserem Urlaub.
Genau. Ja. Es sind definitiv Hunde erlaubt, Kinder sind eh immer erlaubt, das habt ihr gesehen. Es ist sehr viel für Kinder gemacht worden. Also wir können euch diesen Platz wirklich nur empfehlen. Ich würde behaupten, in der Hauptsaison Reservierung notwendig. Das ist ein Riesenplatz. Ja. Ne? Ich wollte gerade sagen, zeigen wir nochmal, aber... Okay, nee, das ist dann die andere Sicht in Richtung See. Da ist dann noch mehr Platz, wenn ihr... Aber auch diese Hütten hier, genau, die gehören zum Campingplatz dazu. Also man kann sogar direkt am Strand Strandfeeling erleben. Haben wir euch leider nicht mehr gezeigt. Da sind wir gar nicht hingewesen. Aber wir wissen auf jeden Fall, die gehören zum Campingplatz dazu. Und ja, denke, lohnt sich auf jeden Fall auch. Genau, kann man definitiv machen. Also ja, von uns, wenn wir so bewerten würden, machen wir mal von 1 ist halt nicht so gut, bis 5 ist die maximale, würde ich sagen. Das ist unsere Bewertung jetzt. Ist unsere, also das ist jeder selber wissen, unsere persönliche Bewertung. Genau. Weil wir sagen, an dem Platz ist alles stimmig. Ja, Preis, Leistung ist total super. Also finden wir, kann man nicht so sagen. Ich würde sagen, er bekommt 5 von 5 möglichen Punkten. Ja, das würde ich auch geben. Ja, definitiv. Also, es ist keine Sterne-Kategorie, es ist eine Punkte-Kategorie, weil vielleicht sind es auch nur 4,9. Jeder findet da was, also wir haben jetzt nichts vermisst, deshalb 5 Punkte. Also, top Bewertung für uns, für diesen Platz. Ja, und dann war es das eigentlich schon von diesem Video. Das ist richtig, genau. Von daher sehen wir uns vielleicht bald wieder beim Special-Video oder halt einer unserer Reisevideos. Genau. Was auch immer das nächste wird oder kommt, das wird man dann sehen. Genau. Und wichtig ist, liken, teilen, abonnieren. Das kennt ihr, das muss man sagen, wie immer wieder. Ja, darf man ja auch nicht vergessen. Genau. Genau. Ja. Und wenn ihr vielleicht sogar Erfahrungsberichte habt zu diesem Campingplatz, dann gerne in die Kommentare, das würde uns brennend interessieren. Genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Kreuzfahrtbulli. Ciao, ciao. Tschö.